Moins und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Gestern kam Patch 2.0.1 raus und das ist der erste Patch nach dem Mega-Update. Dass in diesem Patch nichts wirklich Neues eingeführt wurde, sollte jedem klar sein, denn so schnell nach einem Mega-Update kann natürlich nicht so schnell neuer Content kommen. Bei dem Patch handelt es sich lediglich um Bugfixes und Performance-Verbesserungen. Aber auch bei der Problembehandlung gibt es ein paar wichtige Sachen zu wissen. Solltet ihr zum Beispiel jetzt euer Menü aufrufen, so könnt ihr ab sofort eure Lebensanzeige dauerhaft sehen. Vorher wurde diese komplett ausgeblendet, so konntet ihr im Kampf nicht sehen, wie es um eure Gesundheit steht. Nun könnt ihr das und ihr könnt im Kampf einfach den Überblick behalten. Des Weiteren wurde die Erkennung von inaktiven Spielern verbessert. Soll einfach nur bedeuten, dass falls Spieler inaktiv sind, zum Beispiel auf der Fähre der Verdammtenzeit rumstehen, dann werden sie rechtzeitig vom Server geworfen, sodass Platz für neue Spieler geschaffen wird. Die aber wohl wichtigste Änderung betrifft die Arena, bzw. eure Kleidung. Bislang konnte es zu einem Fehler kommen, der das Aussehen eures Piraten komplett verändert hat, sofern ihr neue kosmetische Items angelegt habt. Das konnte zum Beispiel dazu führen, dass euer Charakter, der eigentlich dünn war, plötzlich dick wurde und das wurde dann auch nicht mehr rückgängig gemacht. Somit hattet ihr plötzlich einen komplett neuen Charakter. Der Patch sollte das behoben haben, zumindest hoffen das die Entwickler. Solltet ihr aber nach wie vor davon betroffen sein, dass euer Charakter sich plötzlich komplett verändert hat, so sagte Joe Need im neuesten Video der Entwickler, dass ihr bitte den Support von Sea of Thieves anschreiben sollt. Die können euch dann individuell weiterhelfen und euren Charakter auf den ursprünglichen Zustand wieder zurückzusetzen. Zu dem neuen Video der Entwickler kommen wir jetzt auch noch, denn im Großen und Ganzen waren das soweit die wichtigsten Änderungen, die der Patch mit sich brachte. Wenn ihr aber dennoch alle Bugfixes wissen wollt, so findet ihr den Link zu den Patchnotes natürlich unten in der Beschreibung. Das neue Video der Entwickler, was wirklich sehr, sehr lang war, war stellenweise sehr interessant. Zuallererst bedankten sich die Entwickler bei allen Testern, also bei den Insider-Testern, die vorab den Patch einfach schon gespielt haben, denn ohne diese Tester wäre es nicht so leicht gewesen, diesen Patch so problemlos auf die Server aufzuspielen, denn man muss ja einfach sagen, der Patch-Day verlief eigentlich ohne große Probleme. Dann sprach Johnny nochmal ganz kurz über die Tall Tales, dass dort ebenfalls, wie in den Patchnotes ihr eigentlich auch schon rauslesen könnt, kleine Fixe angebracht wurden. Und zwar wurden stellenweise die Enden von den Rätseln nicht richtig getriggert, sodass es dann nicht weiterging. Dieses Problem sollte jetzt behoben worden sein, sodass ihr die Rätsel ganz normal durchlösen könnt. Dann sprach er noch über ein Problem, was die Arena betrifft. Und zwar geht es da um Crews, die das Match mitten im Kampf verlassen, weil sie zum Beispiel an der letzten Stelle von der Reihenfolge sind. Das Team sucht nach Anreizen für die Crews, die an letzter Stelle sind, weiter im Spiel zu bleiben und nicht die Arena zu verlassen. Das führt nämlich stellenweise dazu, dass man anstatt mit 5 Schiffen in der Arena nur mit 3 Schiffen am Ende ist und dann ist dieser Kampf natürlich nicht mehr so wirklich spannend. Deswegen das Team untersucht, was man machen könnte, damit die Spieler auch wirklich einen Anreiz haben, bis zum Ende das Arena-Match auch durchzuhalten. Daneben wird es auch bald die Briefe für die neuen beiden Fraktionen geben. Mit den Briefen meine ich natürlich die Briefe, die ihr in der Taverne bei Duke kaufen könnt, wo ihr dann einfach ein Level in der neuen Fraktion aufsteigt. Die gibt es momentan noch nicht und das Team arbeitet daran, diese möglichst schnell ins Spiel zu bringen. Dann gab auch Johnny noch eine ganz interessante Information raus, und zwar ist das Mega-Update ja jetzt ungefähr eine Woche draußen. Und zwar wurden in dieser Zeit 8,1 Millionen Fische gefangen, also echt eine ganz schöne Menge. Und eine Person hat zum Beispiel 808 Fische alleine gefangen. Und Johnny wollte nicht sagen, wer es ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Person bald in Sea of Thieves ein kleines Easter Egg bekommt, weil sie in der ersten Woche am meisten Fische gefangen hat. Dann gab es noch etwas Überraschendes, etwas, mit dem ich jetzt so nicht gerechnet habe. Und zwar gab es eine Danksagung, nicht an uns Spieler, sondern an zwei weitere Studios, die an Arena und beziehungsweise an dem großen Update mit beteiligt waren. Und zwar ist es einmal das Studio Flix Interactive. Dieses hat zum Beispiel tatkräftig an der Arena mitgearbeitet und hat Expertise einfließen lassen, wie man diese Idee am besten umsetzen könnte. Daneben gibt es auch noch das Studio Coconut Lizard, welches sich auf die Unreal Engine spezialisiert hat und somit natürlich der perfekte Ansprechpartner ist für Rare, um das Spiel weiter auszubauen. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass Rare ganz klar sagt, so dass sie das nicht alles alleine machen, sondern dann quasi auch Props rausgeben an andere Studios. Ich finde das persönlich sehr, sehr schön und ich hoffe, dass diese Studios weiter zusammenarbeiten, denn man konnte ja beim Update sehen, dass diese Arbeit richtig gut funktioniert hat und auch Joe Need klang richtig angetan von den beiden Studios. Dann gab es noch einen ganz kurzen Teaser für die Pläne nach dem Mega-Update. Und zwar wird es nächste Woche eine kleine Kreativ-Jam, so nannte es Joey Need bei Rare, geben.
Das bedeutet, dass sich das komplette Studio, also von Rare, zusammensetzen wird und dass jeder seine Ideen einbringen kann, was er zum Beispiel sich für das Spiel wünschen würde oder auch im Allgemeinen. Es muss nicht unbedingt um Sea of Thieves gehen, es kann auch allgemein um Arbeitsabläufe bei Rare gehen, also es muss jetzt nicht gezielt auf Sea of Thieves gerichtet sein. Aber ich denke mal, es wird zum großen Teil wirklich darum gehen, welche Ideen man in das Spiel reinbringen könnte, was funktionieren könnte, und dann wollen die Entwickler nach und nach abwägen, was man wirklich machen kann. Joe Neitz sagte, dass es das letzte Mal solch eine Sitzung vor 4 Jahren gegeben hat, wo es dann quasi um die Ideensammlung rund um Sea of Thieves ging, damit das Spiel dann auch wirklich entwickelt werden kann. Das Besondere dabei ist, dass zum Beispiel Personen, die zum Beispiel beim Leveldesign arbeiten, dann zum Beispiel auch in komplett andere Bereiche reingehen, um da quasi dann auch dann ihre Ideen zu teilen. Und ich bin mal sehr gespannt, was man aus diesen Ideen tatsächlich am Ende umsetzen wird und was da vor allem dann alles bei rauskommt. Und ich hoffe, dass Joe Neitz tatsächlich ein klein wenig uns in der nächsten Zeit darüber aufklären wird, auf welche verrückten Ideen sie eventuell gekommen sind. Dann gab es noch einen kleinen richtigen Teaser, was dann wirklich auch Content betrifft, und zwar ist bald die E3. Bald bedeutet vom 11.06. bis zum 14.06., also noch etwas über einen Monat, dann ist die große E3 in den Vereinigten Staaten. Und dort sagte Joe Neitz, dass es wieder kleine Teaser geben wird auf das, was uns in diesem Jahr noch in Sea of Thieves alles erwarten wird. Ich bin mal sehr gespannt und ich sage es jetzt so wie so häufig schon mal, ich hoffe, dass endlich mal die Meerjungfrau in den Spiel finden werden, denn es wird langsam wirklich Zeit. Nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr auf die Teaser und bin mal sehr gespannt, was das Team uns dann alles vorstellen wird. Das war's jetzt soweit auch schon von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef.